Hallo, ihr Lieben. Heute ist eine fette Kiste bei mir angekommen. Und zwar von Rebuy. Ich habe dort 17 gebrauchte Bücher gekauft. Und heute ist die Kiste angekommen. Leider waren nur 16 drin. Eins hat gefehlt oder kommt noch nach oder ich weiß es nicht. Aber das fand ich schon mal nicht so ganz so geil. Aber was soll man tun? Auf jeden Fall habe ich insgesamt knapp 20 Euro bezahlt, dadurch, dass ich den Gutschein benutzt habe, den es da gibt, wenn man über 20 Euro was kauft, dann 6 Euro Gutschein. Ist im Moment so eine Aktion. Ich fange einfach mal an mit dem gammeligsten Buch. Das ist nämlich dieses hier. Cathy's Book. Ich glaube, 1 Euro oder so hat es gekostet, 90 Cent, irgendwie sowas. Das ist dieses mit den verschiedenen Sachen, die hier drin sind und wo man alles im Internet verfolgen kann und so. Das ist eigentlich die schlechteste Qualität, die angekommen ist. Hier ist so ein bisschen abgegangen. Also es ist halt schwierig mit diesem Buch, weil es ist ja nicht richtig gebunden, sondern hier, das ist nur so festgemacht und reingelegt, damit eben diese Klappe hier noch. Das ist natürlich dann schwierig, das so aufzubewahren, dass es nicht kaputt geht. Dann habe ich mir das hier geholt, Indigo. Das ist in einem unglaublich guten Zustand gewesen und hat auch nur so 90 Cent gekostet und ist gebunden. Das ist einfach eine super Qualität. Also ein bisschen, die Ecken sind so ein bisschen angedutscht, aber das ist nicht so. Also, hallo. Dann habe ich mir Nostravaganza geholt. Ich habe davon schon so viel gehört. Und immer wieder stolpert man darüber und deshalb habe ich mir jetzt einfach mal den ersten Teil geholt. Auch das ist gebunden, auch das war sehr günstig und auch das ist eine recht gute Qualität dafür, dass es so günstig war. Gegen das Sommerlicht geholt. Ich habe das ja schon gelesen und auch schon rezensiert. Zwischen Schatten und Licht habe ich auch als Buch gebunden und das hier gab es für 80 oder 90 Cent und dann dachte ich mir, ja. Gebundenes Buch, ne? Warum nimmst du das nicht einfach mal mit? Und hab das jetzt auch und kann es im Notfall auch nochmal rereaden. Dann habe ich letztens Lemony Snicket geguckt und war total begeistert und habe dann gesehen, dass es das auch als Bücher gibt und habe mir deshalb den ersten und zweiten Teil von Lemony Snicket gekauft. Ich finde einfach, dass in dem Film der Humor so unglaublich gut ist. Es fängt schon an, wie der Trailer ist. Also da läuft dann so ein kleiner süßer Hase durch die Gegend und dann wird halt gesagt, ja, für alle, die jetzt denken, der Film wird total lustig und so, die sollten jetzt abschalten. Wenn ihr lieber den lustigen, fröhlichen Hasen gucken wollt, dann geht jetzt los und guckt euch den Hasen an. Aber das hier ist ein sehr trauriger und schrecklicher Film. Und jetzt habe ich mir halt Band 1 und 2 jeweils für 90 Cent oder 1 Euro oder so gekauft. Dann haben wir noch das hier. Da hatte ich ja den dritten Teil, glaube ich, geschenkt bekommen zu Weihnachten und habe mir jetzt den ersten gekauft im Band des Fluchträgers. Das war ein bisschen teurer, ist aber auch ein fettes gebundenes Buch und hat auch unter 3 Euro gekostet. Die Bücher sind alle so ein bisschen dreckig, dadurch, dass da so komisches Pappzeug im Karton war, aber das ist eigentlich nicht so schlimm, das geht sehr schnell ab und es stört mich eigentlich nicht so supermäßig. Dann habe ich mir von der Autorin von Incarceron, von Catherine Fisher, die Snowwalker-Trilogie geholt in einem Buch. Das ist auch nicht sehr dick und das ist die Trilogie und ich habe mich sehr gewundert, dass das die komplette Trilogie beinhaltet, aber es ist tatsächlich so und die Schrift ist jetzt auch nicht so klein. Und ich habe dafür auch nur 1 Euro bezahlt und fand für die Trilogie war das natürlich sehr günstig. Dann habe ich mir Captivate geholt, also finsteres Gold auf Englisch. Das hat auch so um die 2-3 Euro gekostet. Da kann man eigentlich nichts sagen. Dann kommen wir zu Nick und Noras Infinite Playlist. Dazu ist der Film, glaube ich, vor kurzem erschienen. Auf jeden Fall finde ich die beiden Schauspieler. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie sie heißen, aber ich liebe beide Schauspieler unglaublich. Die eine spielt bei Two Broke Girls mit, so einer TV-Serie, die ich richtig cool finde. Und er hier spielt bei Juno mit. Und das klang einfach cool und es war total günstig. Und die Qualität ist auch super und da sind noch so ein paar Filmbilder drin, innen drin. Und ich habe schon ziemlich viel gehört, auch viele gute Sachen über das Buch. Und deshalb habe ich mir das einfach mal mitgekauft. Ella Enchanted von Gail Carson Levine. Fairest und Ever, die ich ja schon rezensiert habe und die ich ja eigentlich ganz cool fand. Und ich habe den Film auch gesehen und finde den auch richtig cool. Und die Bildverhältnisse wechseln eben wie immer ständig, aber egal.
und habe mir deshalb dieses Buch gekauft. Und auch das ist eine ziemlich gute Qualität und war sehr günstig. Die Bücherdiebin. Ich habe mir das gekauft, weil ich es einfach in meinem Regal haben wollte und auch nochmal lesen wollte, weil es einfach ein super geniales Buch ist. Auch das hat so 2, 3 € gekostet. Die Qualität ist ziemlich gut. Eventuell gibt es das auch als Hörbuch. Ich bin nämlich im Moment am Überlegen, weil ich habe noch ein Kapitel für Seelen aufgenommen gehabt und ich hatte eine Leseprobe hierzu aufgenommen, und zwar den Prolog. Das sind so die ersten 20 Seiten und fand das einfach so genial und man kann das so gut vorlesen und ich liebe die Geschichte über alles und deshalb überlege ich jetzt, ob ich das als Hörbuch hochladen werde. Aber das werdet ihr dann sehen, falls es das gibt, dann gibt es das und falls nicht, dann eben nicht. Also für mich war es das Stäbchen des Jahrtausends. Dieses Buch hier für 1 €. The Poison Diaries. Ja, das wollte ich schon länger lesen. Und jetzt habe ich das auf Englisch auch noch. Und zwar für 1 € in ziemlich guter Qualität. Und da kann man einfach nichts sagen. Dann dieses hier für 2 €. Der Venuspakt von Janine Kroc. Das wird mir immer bei Amazon empfohlen, wenn ich da reingehe. Und dann dachte ich mir, ja, holst du dir das mal. Also hier steht, dass das mit Erotik ist. Und wenn das mit Erotik ist, dann ist das meistens nicht so ganz so was für mich, weil ich finde, dass unter der Erotik immer die eigentliche Handlung und die Charaktere etwas leiden. Ich bin so büchersüchtig geworden. Ja, und dann haben wir noch das Buch, weshalb ich überhaupt bei Rebuy was gekauft habe. Eine für 4, Teil 4, denn der fehlte mir noch. Teil 1 hatte ich bei Booklooker gekauft, bei Teil 2 und 3 bei eBay und jetzt Teil 4 bei Rebuy. Ja, und dann habe ich noch einen sehr großen Fehler begangen, und zwar habe ich nicht nachgeguckt, also ich habe nicht richtig geguckt und habe gedacht, ich kaufe das Buch Die Spiderwick-Geheimnisse. Also das Buch zum Film, also das Buch. Allerdings ist es jetzt wirklich das Buch zum Film. Es ist jetzt so ein Buch mit Filmbildern und allem Möglichen drin. Aber gut, jetzt habe ich halt das Buch zum Film, ohne das Buch gelesen zu haben oder den Film geguckt zu haben. Egal, macht ja nichts. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wo das in mein Bücherregal rein soll, aber irgendwo werde ich das schon unterbringen können. Und zur Not muss ich es wegschmeißen oder verschenken. Und das letzte Buch, was ich mir gekauft habe, war Morgenrot von Tanja Heidmann für 80 Cent. Allerdings ist dieses Buch leider nicht bei mir angekommen. Bis auf diese Kleinigkeit bin ich sehr zufrieden mit dieser Lieferung von Rebuy und werde auf jeden Fall auch, wenn ich noch mal irgendwann genug zusammenbekomme, noch mal da kaufen, denn die Preise sind unglaublich günstig. Ihr müsst da unbedingt hingehen, denn wow, also ihr müsst schon ein bisschen suchen, um euch das alles zusammenzusammeln. Es gibt natürlich auch Bücher für so 4, 5 €, aber ich habe natürlich immer, ich bin natürlich ein Schnäppchenjäger und habe dann mich durch die ganzen Seiten durchgeklickt, durch die also man kann ja nach Preis sortieren und mich dann durch die ganzen Seiten durchgeklickt und geguckt, oh, magst du das? Nein. Magst du das? Nein. Oh, das mag ich ja. Ich freue mich, juckt das auch schon ein bisschen in den Fingern, das zu lesen, aber ich habe noch einige Rezensionsexemplare, die ich lesen muss. Ich kann die ja mal kurz zeigen. Einen Moment. Ja, die haben sich nämlich alle angesammelt. Im Moment lese ich, bin ich ungefähr halb durch mit Marcus Gladiator von Simon Scarrow vom Ars Edition Verlag. Ich finde es bisher eigentlich ganz gut. Allerdings finde ich das ein bisschen seltsam mit der Alterseinschränkung. Aber gut, ich werde da jetzt nochmal weiterlesen und dann gibt es ja irgendwann eine Rezension. Dann habe ich noch That Beautiful. Klingt nach 0815, aber ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass es wirklich gut sein soll. Das muss ich auch noch lesen. Hier steht auch schön drauf gedruckt. Ihr persönliches Leseexemplar. Dann Memento von Juliana Baggett vom Baumhaus Verlag. Das hier war übrigens DTV Verlag.
Das ist eine Dystopie, heißt im Englischen Pure, und ich freue mich schon sehr darauf, das zu lesen. Ebenfalls eine Dystopie ist Sternenfeuer, gefährliche Lügen. Klingt sehr wie Across the Universe, ist aber anscheinend ganz anders. Ich habe gehört, dass es viel mit Gewalt ist. Ich habe es auch noch nicht gelesen, muss es auf jeden Fall sehr bald lesen. Ja, im Moment hänge ich eben bei Gladiator fest. Aber ich versuche mich zu beeilen. Es steht auch noch eine Rezension aus, eine einzige, und zwar zu Dark Queen. Die werde ich auch dann noch die Tage irgendwann mal filmen, wenn ich Zeit habe. Wahrscheinlich komme ich da erst am Sonntag oder so zu. Ja, und jetzt gehe ich los und versuche, die alle irgendwie in mein Bücherregal zu quetschen. Das war's.